Trompeten interessierte. Wir, Thomas Rauber und ich, Meinrad Löffler, sind Lehrkräfte für das Instrument Trompete an der Musikschule Schramberg. Wir haben die Vorstellung unseres Instruments auf trompetentypische Art und Weise begonnen, mit einem Signal. Im Mittelalter wurde die Trompete ausschließlich als Signalinstrument, damals noch auf Fanfaren, Naturtrompeten eingesetzt. Blastechnisch hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute wird die Tonhöhe auf Blechblasinstrumenten mittels Luftdruck und Lippenspannung verändert. An einem Luftballon lässt sich das gut demonstrieren. Auf den Naturtrompeten waren nur die sogenannten Naturtöne möglich. Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden dann die Ventile erfunden, die es uns nun ermöglichten, alle Töne, nicht nur die Naturtöne, zu spielen. Wenn ihr an der Musikschule mit der Trompete beginnt, meistens in der zweiten oder dritten Klasse, dann fangt ihr in der Regel mit dem Kornett an. Das Kornett liegt euch Kindern wesentlich besser in der Hand. Später wechselt ihr dann auf die Trompete und habt die Möglichkeit, alle musikalischen Stilrichtungen zu spielen. So zum Beispiel barocke Stücke. Schöne instrumentale Songs. Aber auch einen richtig coolen Blues. Mit der Trompete könnt ihr im Blasorchester, Sinfonieorchester, aber auch in Ensembles und Bands mitspielen. Ihr seht, unser Instrument ist sehr vielseitig einsetzbar und macht mit ein wenig Fleiß super viel Spaß. Wenn ihr Lust habt, Trompete zu lernen, dann meldet euch bei der Musikschule Schramberg. Gerne könnt ihr eine Schnupperstunde bei uns bekommen.